So, Kapitalismus, Big Data und die neue Rolle der Archive. Zuerst möchte ich mal generell eingehen auf die digitale Transformation und was für Prämissen in einigen Diskursen über diese Transformation zugrunde liegen. Und da geht es dann nämlich, wird die Technologie gesellschaftlich konstituiert oder ist es umgekehrt? Und da leite ich dann eine Prämisse für meinen Vortrag von ab. Danach schaue ich kurz die Archive an, was die so tun und wie sich die Archive in digitalen Zeiten ändern. Das mache ich mit Hilfe von ein, zwei wichtigen oder zentralen Stimmen in diesem Bereich. Bevor ich dann ein Modell entwickeln möchte, das die Ambivalenz digitaler Netzwerke und digitaler Archive hervorhebt. Also, dass man nicht sagen kann, digitale Archive selbst sind automatisch befreiend oder demokratisierend. Sie sind auch nicht automatisch unterdrückend, sondern was Technologie tut, ist eben kontextbedingt. Bevor ich dann auf die kritische Medienkompetenz eingehe, als ein möglicher Lösungsansatz, also was kann man mit diesen Situationen machen? Medienkompetenz, also meine eigentliche Arbeitssprache ist Englisch oder Norwegisch, deshalb tue ich mich mit ein paar Übersetzungen ein bisschen schwierig. Und was ich jetzt mit Medienkompetenz meine, ist Critical Digital Literacy, also kritische Medienkompetenz. So. Prämissen einer Ideologie digitaler Transformation. Wir reden ja in allen Bereichen darüber, dass die digitale Wende alles ändern wird, wirtschaftlich, sozial, politisch. Und da liegt dann oft eine Prämisse drunter, nämlich, dass wir bloß nicht dahinter zurückfallen dürfen. Wir müssen da mitmachen, weil die digitale Welle kommt. Wie sie kommt, wissen wir nicht, aber wir müssen auf jeden Fall mithalten. Ich hätte hier natürlich etwas systematischer vorgehen können, aber ich habe einfach mal zwei visuelle Darstellungen, wie ein hegemonischer Diskurs der digitalen Transformation häufig aussieht, nämlich wir haben Agens, wir können was tun, wenn wir es nur schaffen, uns zusammenzureißen und der digitalen Transformation Folge zu leisten, wie sie da auf uns einhämmert. Oftmals kommen die von privatwirtschaftlichen Consulting-Firmen und sehen dann gerne so aus, wo dann über eine digitale Fraktur überwunden werden muss. Oder wo wir uns überlegen, wie wir denn jetzt Subjektivitäten erschaffen können, die der digitalen Transformation uneingeschränkt positiv gegenüberstehen. Wenn man sich solche Modelle und solche Rapporte anschaut, die da entstanden sind in den letzten 10, 15 Jahren, ist eine Sache irgendwo bemerkenswert, nämlich dass der Digital Disruptor da immer als eine Idealform angesehen wird. Und man vergisst dann immer, sich auszumalen, wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, die zu 100% aus digitalen Disruptoren bestehen würde. Da wäre nicht viel Stabilität oder Ordnung. Das andere, was bemerkenswert ist, dass die Anzahl von ca. 4% seit etwa 10 Jahren konstant ist. Das kann auch damit zu tun haben, dass bei einer digitalen Disruption normalerweise nur 4% der Gesellschaft davon profitieren. Dennoch, implizit nimmt man hier an, dass digitale Disruption positiv ist, dass sie Möglichkeiten erschafft und dass wir als Gesellschaft und als Individuen unbedingt Schritt halten müssen. Was drunter liegt, ist natürlich ein technodeterministischer Ansatz. Der sagt, Technologie entwickelt sich sowieso und wir müssen mithalten. Die Frage dann, ob Technik sich selbst entwickelt oder ob wir als Gesellschaft Technologie und Technologieentwicklung steuern, endet dann oft in Dichotomien, wo man sagt, technischer Determinismus gegenüber technischem Konstruktivismus und endet dann oft in recht wenig sinnvollen akademischen Grabenkämpfen. Deshalb sind immer Positionen, die sich in der Mitte positionieren, produktiver. Hier mit einem Zitat von Alan Defoe aus seinem Artikel on Technological Determinism, der das recht schön ausdrückt und dabei auch eben wieder politischen Agens mit reinbringt. The question should not be a dichotomous one of whether technological determinism is right or wrong, but a set of questions of degree, scope and context. To what extent, in what ways and under what scope conditions are particular groups of people able to shape socio-technical systems? Also was wir hier sehen, ist dann natürlich die
das Bild, dass nicht alle Menschen gleichgestellt sind gegenüber digitaler Technologie und digitaler Transformation, sondern dass einige, zum Beispiel 4%, mehr von einer Transformation profitieren und diese Transformation auch mehr in die Richtung ihrer eigenen Interessen leiten können. Und eine kritische Stellung gegenüber dieser digitalen Transformation bedeutet dann, dass man sich mit den Bedingungen, unter denen dies geschieht, kritisch auseinandersetzen muss, um eben mal auch den Machtstrukturen und Machtspielen nachstellen zu können. Timo Daum hat das so ausgedrückt: die kapitalistische Anwendung von Technologie ist das Problem. Das Verwertungsinteresse des Kapitals lässt jegliche moralen und ethischen Ansprüche an Technologiegebrauch an Grenzen stoßen. Und was wir hier haben natürlich ist, natürlich war das Internet und digitale Technologie als Ausgangspunkt eine demokratisierende Technologie, hat sehr gute Möglichkeiten gegeben, wie wir uns global vernetzen können. Aber jegliche Technologie, die in einem kapitalistischen Rahmen operiert, wird automatisch immer zur Kommodifizierung Profitstreben führen, die dann andere mehr kollaborative und kollektive Ideen und Möglichkeiten eben außer Acht lässt. So, was folgt jetzt daraus? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist also, wie können solche Scope Conditions geschaffen werden, die eine gesellschaftliche Kontrolle von Technologieanwendung und Technologieentwicklung möglich macht, statt also einer elitenzentrierten Machtposition, die 4% dann eben ihre Disruptionspotenzial überlässt. Dazu braucht es ein klares Verständnis der Funktionsweise und gesellschaftlichen Verankerung von Technologie. Das ist also eine Voraussetzung, dass wir als Bevölkerung auch wissen, wie diese technischen Systeme funktionieren, aus welchen fundamentalen, grundlegenden, auf eine ganz fundamentale und grundlegende Art und Weise. Und bei digitaler Technologie, die ja seit den 90ern oft implizit angesehen wird, als wäre sie irgendwie virtuell, dass wir uns auch bei dieser Technologie eben auch ihre materiellen Gegebenheiten konzentrieren. Zum Beispiel materielle Infrastruktur, wie hier Trevor Paglen auf Twitter das ausdrückt, was das Internet angeht. Weil das Internet besteht aus materieller Technologie. Unsere virtuellen Daten, die in der Cloud liegen, liegen ja in Serverzentren, die ganz konkrete physische Gebäude sind, die liegen in bestimmten Ländern, sind bestimmten Regeln und Gesetzen unterworfen und die gehören jemandem. Dasselbe gilt für Internetverkehr. Über 98% des gesamten Internetverkehrs geht durch 50, 60 interkontinentale Kabel. Das sind wirkliche Bottlenecks, wo jemand sich gut reinschalten kann, um dann eben mitzuhören, was der NSA ja auch gemacht hat. Das kann man schön als ein Machtdiagramm darstellen. Ich frage meine Studenten immer, wenn ich das auf dem Schirm habe, was repräsentiert jetzt am besten das Internet? Und dann gehen die Fragen und Meinungen natürlich häufig auseinander. Ganz klar, in den 90ern hätte man gesagt, oh, das Internet sieht so aus, ein distribuiertes Netzwerk, ne, wo alle miteinander reden können, ohne Middleman. Dann sagen natürlich einige, ja, nee, aber es gibt ja das DNS-System und dann gibt es ja gewisse Server-Centers und Cables, wo das Ganze durch muss. Also es sieht doch eher dezentralisiert aus. Ja, und dann kam Edward Snowden und hat uns eben erzählt, naja, eigentlich sieht es ja so aus, wo dann die NSA wie eine Spinne in der Mitte sitzt und eigentlich überall mithört und mitsaugt. Grundidee hier ist, das Internet ist alles. Allerdings werden gesellschaftliche Rahmen, sind dafür verantwortlich, dass man das Hauptgewicht auf eine dieser Varianten legt. Und während es dann in der Anfangszeit eben wirklich so aussah, haben wir uns mittlerweile hierhin entwickelt und sind auf dem Weg hierher. Und das hat sehr viel mit Kommerzialisierung und Kapitalismus zu tun. Wenn man sich nach den neuen Rollen der Archive fragt, muss man natürlich fragen, wo liegen die Archive und wem gehören die Archive und wer hat Zugang zu den Archiven? Das ist ja schon immer die Grundfrage von Archivmacht gewesen, schon seit den alten Griechen. Wer hat Zugang zu den Archiven? Wer bestimmt, was da reinkommt und wer bestimmt, was weggeworfen wird? Und dieselbe Fragen, kritischen Fragen, müssen wir auch an digitale Archive stellen, die sich dann vor allem darauf beschränken, Big Data in itself is not a bad thing. Was schlecht ist, ist, dass wir den Zugang und die Verwertung von diesen Big Data nur einer Handvoll von Akteuren wirklich zugänglich machen. Also zwei Lösungen wären dann, am besten wäre es überhaupt nicht zu überwachen und keine Big Data zu haben vielleicht. Die andere Lösung wäre, wenn wir das schon haben, dann sollte es auch öffentlich zugänglich sein. Also öffentliches Eigentum dieser gesammelten Daten.
So, ja, wo kommt denn der Archivbegriff her? Arche, Macht und Ursprung bedeutet das auf Griechisch. Und da sehen wir, dass die Archive schon von Anfang an mit zwei Dingen verknüpft waren, nämlich zum einen mit Macht, vor allem staatlicher Macht, und zum anderen mit Geschichte, mit der Vorzeit und wer kontrolliert, woran wir uns erinnern. Wie gesagt, Auswahl, Zugang und Nutzung. Wer da Rechte hat und wer nicht, ist entscheidend für den Freiheitsgrad einer Bevölkerung. Und dann hat man natürlich auch die Frage, dass diese Auswahlmechanismen dann natürlich zu einer selektiven Blindheit von Archiven führen. Das hat man sehr gesehen mit kolonialen und imperialen Archiven, wo das, was man drüber gesammelt und drüber geschrieben hat, recht wenig mit den Lebensrealitäten der Menschen in den Kolonien zu tun hatten. Wenn man dann sagt, okay, das Ganze wird jetzt transformiert zu digitalen Archiven, hat man natürlich massig Möglichkeiten, mehr Offenheit. Klar, ein digitales Archiv kann theoretisch für alle offen sein, was wunderschön wäre, damit ein breiterer Zugang und damit eine Demokratisierung von Wissen beinhalten würde. Wie wir gerade bei Wikipedia auch gesehen haben, was ich wirklich ein schönes, wundervolles Beispiel für ein offenes, demokratisches Archiv ist. Und da kommen wir natürlich dann zum Ambivalenten zurück, weil es gibt natürlich diese demokratischen, offenen Archive. Es gibt die Möglichkeit, die neue digitale Technologie auch gegen Herrschaftsstrukturen zu richten, wie wir zum Beispiel mit WikiLeaks oder Edward Snowden gesehen haben. Aber wir haben eben dann auch Entwicklungen, die wirklich dominieren im Moment, so Plattform- und Surveillance-Kapitalismus, die eben sich durch Zugang, durch Ansammlung und Zugang zu den Archiven definieren. Das Problem ist dann nicht nur materieller Natur, sondern auch, was macht Überwachung mit uns? Das ist eigentlich so ein bisschen Divergent Slide hier. Das Panoptikon von Jeremy Bentham, von Foucault, genutzt, um eben die Überwachungslogik einer Disziplinsgesellschaft zu beleuchten, die dann auch umgesetzt wird in richtigen Gefängnissen, wo die Idee eben ist, wenn man potenziell überwacht werden kann, dann wird man sich automatisch den herrschaftlichen Strukturen anpassen. Und dass man nicht genau weiß, wann man überwacht wird, sorgt dann dafür, dass man sich die ganze Zeit selbst kontrolliert. Und das ist natürlich in digitalen Umgebungen, wo man sozusagen eine Form von Überwachung sowohl von Peers als auch von staatlichen oder kommerziellen Akteuren so normalisiert hat, wird auch diese Selbstkontrolle mehr und mehr normalisiert. Okay, wenn man dann die digitalen Archive jetzt dann wieder also kritisiert sozusagen von der materiellen Herangehensweise her, dann ist eine Sache, ist die klassischen Archive wurden auf ähnliche Weise kritisiert, wo man eben den Ideen in den Archiven sozusagen die gelebten Praktischen entgegengestellt hat, also die Fantasie des imperialen Archivs. Wenn man sich Studien über die Änderung der Archive anschaut, fallen die in zwei Richtungen. Das eine ist so Wolfgang Ernst und Konsorten, die haben haufenweise schöne neue Worte entwickelt, was die digitalen Archive so machen, also das Dein Archive, das Streaming Archive, das Latent Archive und so weiter. Er stellt aber recht wenig politische Fragen. Es geht rein um technische Dynamiken hier. Ähnlich ist es mit Ulrich Schwarz in seinem wunderschönen Artikel The Past Next Door. The ordering of digital data objects is performed every time anew by the algorithm rather than during compilation of the archive, as is the case of the traditional photo album as an archive. So, man kann aber auch kritisch rangehen. Zum Beispiel der Übersetzer von Wolfgang Ernst, der ihn eigentlich zugänglich gemacht hat, seine Arbeit für den englischsprachigen Raum, Jussi Parika, hat nämlich dasselbe gesehen in Ernst seiner Arbeit. Und er schreibt dann, it is striking how quickly Ernst moves away from even hinting at any socio-historical contexts for such digital devices, archives. Emphasizing the objects in themselves, the technical objects. His focus saves itself too from discussing messy politics of technology. Weil dann wird es nämlich undeutig und dann. Oder man kann es auch ganz einfach sagen: Jörne Garde Hansen, the internet is distributing memories into personal, corporate and institutional archives. Und hier haben wir die drei Dimensionen, die eigentlich dafür stehen, für diesen demokratischen, freiheitlichen Aspekt, für einen kommerziellen Aspekt und für den institutionell-staatlichen Aspekt. Gut. Man kann also auch kritisch rangehen. Ich habe das versucht, in einem Modell auszudrücken, die politischen Dynamiken von Oberflächen- und Tiefenarchiven in digitalen Netzwerken. Und ich habe da Robert Gehl als Ausgangspunkt genommen, der in seinem Buch Reverse Engineering Social Media hat er Social Media mit der von Neumann-Architektur von Computern verglichen, wo er gesagt hat, der Nutzer sozialer Medien funktioniert wie eine CPU, der prozessiert die ganze Zeit Daten, hat aber nur ein ganz kleines Cache-Memory. Ja? Das er kontrolliert. Während
die eigentliche Memory oder Gedächtnisdimension dieser sozialen Medien als Archive eben den Plattforminhabern gehört, die eben diese RAM darstellen. Und aufgrund dessen habe ich dann eben versucht, das Ganze in explizite Oberflächenarchive und implizite Tiefenarchive aufzuteilen, wo die in den expliziten Oberflächenarchiven, das ist das, was wir auf Facebook sehen, die Benutzeroberfläche und unseren eigenen Stream, wo wir unsere eigene History und File-Strukturen, die wir hochgeladen haben und so weiter. Hier liegt ein Potenzial für Agens, Selbstbestimmung, Mobilisierung und so weiter. Allerdings sind diese vor allem in kommerziellen Bereichen auch durch ein neoliberales Interaktionsdesign gekennzeichnet. Das heißt, dass sie automatisch schon durch ihre Affordanzen sozusagen uns eine wirkliche gemeinschaftliche Mobilisierung schwierig machen. Die impliziten Tiefenarchive, die gehören dann kommerziellen Akteuren, wo staatliche Akteure dann, wie Snowden uns auch erzählt hat, auch gern Zugang zu haben. Hier geht es um die Sammlung, Analyse und Kommodifizierung von allen Arten von Userdaten. Hier hat man das Potenzial für Ausbeutung, Kommodifizierung, Kontrolle und Management von Einzelindividuen oder Gruppen durch staatliche und kommerzielle Akteure. Sie hat auch konstitutive Effekte. Das bedeutet, dass wenn ich sehr viel weiß über eine Person, dann kann ich diese Person in Profilen sehr genau beschreiben und dieser Person dann eine Handlungsalternative liefern. Und dadurch, dass die Handlungsalternative dann geliefert wird, tue ich das. Und dadurch bestätige ich dann die ursprüngliche Beschreibung meiner selbst. Dadurch wird Wissen über die Vergangenheit von Leuten performativ und konstruiert dadurch die Zukunft in ihrem Sinne. Genau aufgrund dieser Struktur hier hinter mir ist es so unglaublich wichtig, politisch gesehen heutzutage dafür zu sorgen, dass diese tiefen Archive offen werden, also Open Data. Alle sollten Zugang dazu haben. Nicht nur eine kleine Elite, die dafür bezahlen kann. Und das andere wäre, dass man die Algorithmen, durch die Profilierung passiert, als Public Relevance Algorithms bezeichnen soll, die eben offengelegt werden müssen und staatlicher Kontrolle und Regulierung unterworfen werden sollten. Die Dynamiken digitaler Archive, jetzt der Oberflächenarchive, wo ich meinte neoliberales Design, da kann Natalie Fenton und Veronica Barassi kurz zitiert werden. The problems with the notions of creative autonomy and individuation in digital domains is that they prioritize individual agency over political and ideological context. Autonomy in neoliberal contexts may be guided principally by ego-centered needs and practices structured around the self that may implicitly endorse individualized and fragmented responses. Also während wir versuchen, uns über kommerzielle soziale Medien zu organisieren und zu mobilisieren, erschaffen wir erneut eine neoliberale, individualisierte, fragmentierende Subjektivität, die dann unserem eigentlichen politischen Standpunkt entgegenstehen. Oder jetzt geht es um die Tiefenarchive. What becomes apparent at this point then is that the primary function of the archive as a repository governing access to the past has indeed changed. Accompanying this past-bound archive is a new one that is directed at contingent futures, an implicit i-archive with the ambition to algorithmically presage and indeed incite probable or merely possible actions and performances that ultimately shape the world and its image. Also wir haben so eine selbsterfüllende Prophezeiung am Laufen hier. Man analysiert was, auf Grundlage dessen gibt man eine Handlungsanweisung, eine Handlungsmöglichkeit, drückt ein bisschen und dann realisiert diese Handlungsmöglichkeit eben, was man zu beschreiben behauptete. Ja, automatisierte algorithmische Profilierungs- und Rückkopplungsmechanismen beschreiben nicht nur faktische Identitäten und Absichten, sondern bedingen auch die Realisierung kontingenter Persönlichkeits- und Handlungspotenziale. Und das passiert in digitalen Archiven, vor allem den kommerziellen Versionen eben. Dies geschieht mit ökonomischen und oder politischen Vorzeichen. Es bedeutet eine Transparenz, Quantifizierbarkeit und damit Kontrollierbarkeit von Individuen und Gruppen. Und es zeigt, wie gerade schon angedeutet wurde, dass Foucault durchaus recht hatte mit seinem Machtbegriff. Macht ist produktiv und wird durch implizite Bedingungsgefüge für tagtägliche Handlungen realisiert. Und durch diese tagtäglichen Handlungen erschaffen wir uns auch immer wieder als eine bestimmte Form von Subjektivität. So, jetzt komme ich zum Medienkompetenzteil, der ein bisschen abgeschnitten wird dann kurz. Was tun, wenn die Welt so aussieht?
wo wir wie die Schweinchen sind, die sich freuen, dass die Scheune gratis ist und sie sogar Essen kriegen. Kritische Medienkompetenz. In meiner Version jetzt, und ich weiß, kritische Medienkompetenz bedeutet mehr als das, aber meine Intervention wäre, dass kritische Medienkompetenz heute beinhaltet eine Verbindung technischer Fertigkeiten mit Erkenntnis soziopolitisch-ökonomischer Rahmenbedingungen für Nutzung und Effekte digitaler Technologie. Ein dialektisches Verhältnis zwischen Herrschaftsstruktur, ihr könnt selber lesen, dann kann ich mich schon hinsetzen. Vielen Dank.